keine Geisterkugeln zu sehen. Ich habe das Gefühl, da oben sind wir falsch. Vorsicht, raus da! Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmo, wie auch immer. Phasmophobia. Sehr gut. Also wir haben ein bisschen geshoppt. Der Toni hat hier ein Stativ gekauft. Ich habe noch eine zweite Taschenlampe gekauft. Versehentlich haben wir drei Thermometer gekauft. Zwei davon haben wir jetzt mal mitgenommen. Und was ist das Weiße hier vorne? Räucherstäbchen. Ah, sehr gut. Ach, die habe ich auch gekauft. Hattest du nicht noch ein zweites Sprechgerät hier mitgenommen? Nein. Na gut. So, was haben wir denn für Aufgaben? Sehr gut, dass wir das Thermometer mit haben. Wir müssen 10 Grad Thermometer-Dings finden. Ah, nein, wir haben ja auch das Kruzifix verloren, ne? Ja, leider. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Raucherstäbchen. Räucherstäbchen. Jawohl. Also, wir können die Art entdecken, wir können die Temperatur messen und wir können die Räucherstäbchen benutzen. Die Räucherstäbchen können wir nur mit einem Feuerzeug benutzen. Jo, ich bin raus. Habe ich mir gedacht. Aber dann können wir die Temperatur messen und den Geist bestimmen. Ich nehme das Thermostat. Okay. Wir haben jetzt auch. Ich nehme den AMF-Reader. Ich habe jetzt das Thermostat, eine Taschenlampe und die Videokamera. Ja, dann muss ich wohl das Stativ tragen, wa? Stimmt. Du kannst übrigens, wenn du Gegenstände in der Hand hast, kannst du T drücken, dann geht die Taschenlampe auf deiner Schulter an. Ah. Dann haben wir jetzt die Taschenlampen für umsonst geholt, oder was? Kennen wir das Haus nicht schon? Wie heißt der Geist? Warte. Michael Garcia. Michael Garcia, okay. So, ich habe das Stativ, ich muss das irgendwo aufstellen. Ja, Achso. Ah, Moment, dann folgt mir mal. Ich guck mal, ob wir irgendwo Minusgrade haben. Dann können wir es da direkt in den Raum stellen. Jawohl. Michael, wo bist du? Michael. Michael Garcia, wo bist du? Michael Garcia. Bist du anwesend? Ne, wir müssen wohl in den Keller. Okay. So wie immer. Ich glaube, hier geht's in den Keller, unter der Treppe. Ja, wollte nur noch mal hier die Temperatur abchecken. Okay. Okay. Alles gut.
Michael Garcia, bist du anwesend? Michael Garcia. Michael. It's me, Michael Jackson. Keine Temperaturschwankung. Das stellen wir einfach mal auf, oder? Hast du das EMF dabei? Ja, hab ich. Kannst du mir das hinschmeißen? Dann gehen wir damit nochmal eine Runde. Vergesst das Stativ nicht. Schlüssel gefunden. Ja, mit denen können wir effektiv ja gar nichts machen. Michael Garcia, bist du hier? Michael Garcia. Genau, versteck dich da drin. Michael Garcia, rede mit uns. Mach dich weg, du Homo-Fürst. Michael Garcia, bist du hier? Michael Garcia, antworte uns, bist du hier? Ach, so langsam habe ich echt keine Angst mehr vor dem Spiel, muss ich sagen. Michael Garcia. Bist du hier? Michael Garcia, bist du hier? Michael Garcia, bist du hier? Ne, 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 hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Ne, 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 mach's hier. Michael Garcia, bist du hier? Michael Garcia. Michael Garcia, bist du hier? Michael Garcia, nicht mit mir, 444. Michael Garcia. Michael Garcia. Du bist immer so ein Schisser, du hast schon die Taschenlampe. Wo sollen wir die Kamera aufstellen? Ich fühle mich so nutzlos, wenn ich das tragen muss. Oder wie lass wär's, wir nehmen das Geist... Wir nehmen das Geisterbuch, packen das davor. Michael Garcia. Warst doch gerade so. Kannst du das Stativ drehen? Nee, ich kann es nur hinstellen. Ah, so wird ein Schuh draus. Ich hätte morgen noch dran gesessen. Check mal das Auto ab. Ja, dann lass uns mal aufhalten. Michael Garcia.
Das ist nie gut, dieses Aufteilen. Es ist mitten am Tag, Leute. Ich kriege das mit dem Greenscreen gerade nicht hin. Ich kriege erst morgen meine neue Beleuchtung. Kannst du das Licht oben ausmachen? Kann ich machen, kleinen Moment. Ja, ich hab's ausgemacht. Ja, danke dir. Keine Geisterkugeln zu sehen. Ich habe das Gefühl, da oben sind wir falsch. Vorsicht, raus da! Toni? Warum? Warum tut er mir das an? Warum tust du das, Toni? Warum? Also ich bin nicht tot, er ist aber auf mich zugelaufen. Er war langsam. Und komischerweise die Thermometer, also das Thermometer hat nicht ausgeschlagen. Es ist halt 13,5 Grad konstant. Okay, ich komm mal zum Auto. Ich habe den Geist gesehen. Man konnte sich diese Aufnahme auch irgendwie nochmal angucken. Toni ist gestorben. Ich hab's gehört. Auf dem Weg zum Auto ist er gestorben. Komm schon. Lass mich wenigstens Fingerabdrücke finden. Toni, warum? Warum? Oh, wirklich Geist. Okay, wir holen jetzt die Sachen daraus. Dann will ich nicht mehr. Okay, Aktivität hat nachgelassen. Toni, wenn du das hörst, du bist doof.
Rate mal, wer jetzt da reingehen darf und die ganzen Sachen da rausholen darf. Du nicht, ne? Hey, so funktioniert das. Danke, dass du an der Tür gestorben bist. Wir können ihn nicht mehr hören, aber er kann uns hören. Schaut euch das mal an. Ich bin nur im Eingangsbereich gewesen und die Aktivität ist ausgeschlagen. Ich habe jetzt nur noch die Taschenlampe mit. Wir müssen die Kamera holen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, wir haben die alten Sachen verloren. Das Blöde ist nur, wir haben keinerlei Hinweise. Wir haben keine Geisterkugeln. Wir haben keine Minusgrade. Lass mich mal gucken. EMF ist natürlich jetzt nur eine Vermutung. Geisterbox kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Okay, es ist entweder ein Djinn oder ein Oni. Verwandte Dämonen und Besitzung, glaube ich, Stärke. Gefürchtet Folge sind sie aktiv in der Nähe ihres Opfers sterben. Onis bewegen Objekte großer Geschwindigkeit und sind aktiv. Ja, Schwächen durch ihre hohe Aktivitätsrate sind Onis leichter zu erkennen. Was hat man denn noch, Leute? Djinn. Schauen wir nochmal, was ein Djinn ist. Ein Djinn ist ein territorialer Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür, sich in hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Er war schnell. Er war sehr schnell, das haben wir gesehen. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ja. Geisterbox, Geisterorb und EMS. Bleibt dabei, es ist ein Djinn. Wir haben zwar keine Kugeln gesehen, aber ich schätze auch, dass dieser Raum hier nicht der richtige ist. Ich gehe jetzt rein und hole unsere Sachen raus. Ach, Tony. Ich gehe jetzt rein. Ich habe die Vermutung, dass es ein Djinn ist. Weil das, was wir mit hatten, hat überhaupt nicht ausgeschlagen. Also habe ich jetzt einfach mal geraten. Hasse dich, Toni. Ah, raus hier. Mami. Bitte nicht am Eingang, wo der Toni ist. Stellt euch mal vor, ihr wollt Geister jagen und dein Kollege stirbt einfach. So. Nee. Hey, da bin ich. So. Ich hoffe, ich habe alles. Grobe Vermutung, ich sage, es ist ein Djinn. Wir haben kein Kruzifix dabei, wir können also keine der Hauptaufgaben machen. 10 Grad Celsius gab es nicht. Kruzifix haben wir nicht dabei, müssen wir neu kaufen und wir haben kein Feuerzeug. Also, würde ich sagen, wir beenden die Runde. Auf gut Glück. Toni, was hast du dazu? Finde ich gut, danke dir. So, dann. Mal schauen, ob ich recht hatte mit meinen Vermutungen. Ah, ein Dämon! Was? Ich schreibe dir die ganze Zeit, es ist kein Djinn, Alter. Echt? Du hast mir geschrieben?
kein Gin? Das war jetzt naheliegend, weil Dämon? Es war kein Gin. Ja, Freunde, Pech gehabt. Mehr Glück beim nächsten Mal. Würde ich sagen, da sehen wir uns auch wieder. Bis dahin, haut rein. Jetzt ist deine Nachricht übrigens angekommen.